Hey Leute, ich bin's, MacBeverick. In diesem Video hier geht's mal wieder um das Thema runde Erde versus flache Erde. Zuallererst schauen wir uns erst einmal ein Argument der flachen Erde an. Bei der flachen Erde gibt es keine Erdanziehungskraft. Es gibt einfach ein unten und ein oben. Und wenn etwas von oben herunterfällt, dann fällt es runter und bleibt natürlich unten liegen. Soweit auch logisch. Das setzt allerdings voraus, dass die flache Erde wirklich flach ist und auch gerade ist, weil wenn die flache Erde nicht gerade wäre, könnt ihr sehen, was passiert. Was passiert das? Das Wasser würde runterrutschen und mit ihr alles andere auch. So, schauen wir uns jetzt einmal hier dieses Foto an. Das habe ich im Urlaub gemacht, als ich am Meer war. Man kann hier also das Meer sehen und ein Boot. Einige Zeit später habe ich ein weiteres Foto gemacht und hier sieht man auch wieder das Meer und man kann noch ein wenig vom Boot erkennen. Man kann nämlich hier genau erkennen, wie das Boot vom Horizont verschwindet und aus meinem Blickfeld langsam allmählich sich entfernt. So, hier ist die Erklärung dafür, warum man das so beobachten kann. Ihr könnt mir das auch gut und gerne glauben. Jeder kann selbst gerne an die See fahren und einfach mal den Blick schweifen lassen und die Schiffe beobachten. Die Erklärung dafür ist folgendermaßen: Das Boot entfernt sich von mir und die Erdkrümmung sorgt dafür, dass es aus dem Horizont, aus meinem Blickfeld verschwindet. Auf dem Bild eben sah es natürlich so aus, als wenn das Boot herunterfallen würde von der Erde, von der Erdkugel, da der Maßstab nicht gepasst hat. Ich wollte euch das einfach nur mal optisch darstellen. Hier habe ich es jetzt mal ein bisschen kleiner dargestellt. Hier könnt ihr auch das Boot noch gerade so erkennen und ihr könnt den Blickwinkel erkennen und auch sehen, dass es sich hier aus den Blickwinkeln entfernt und dann immer weiter schwimmt, bis es nicht mehr zu sehen ist. Beim Modell der flachen Erde würde sich das mit dem Boot ganz anders verhalten. Wenn das Boot schwimmt, würde es einfach von der Erde herunterfallen. Da die flache Erde weder schief ist, noch eine Krümmung besitzt, wie wir vorhin anhand des Tellers gesehen haben, dürfte das Boot also nur kleiner werden, bevor es dann letztendlich herunterfällt und aus meinem Blickwinkel ganz schnell verschwindet. Sorry, halt! Hatte ich vergessen. Die flache Erde wird von einer Eiswand umrundet. Das heißt, das Schiff würde dann gegen die Eiswand fahren. Die man leider aber auch nicht sehen kann. Und natürlich würde das Schiff dann auch für mich als Betrachter immer kleiner werden. Aber ich müsste es immer im Ganzen noch erkennen können. Und das ist hiermit widerlegt. Jeder kann es, wie gesagt, gerne selbst mal beobachten. Das Boot wird nicht einfach nur kleiner, sondern es verschwindet auch vom Horizont und das liegt, wie gesagt, an der Erdkrümmung. So, und jetzt bin ich mal auf eure Kommentare dazu gespannt. Ich hoffe, sie bleiben sachlich. In diesem Sinne, bis dann, euer MacBeverick.